Herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point mit Arezo. Ich bin Arezo und, oh Gott, das hier ist ja voll. Okay, sehr viel Nahrungsproduktion, das klingt sinnvoll. Ich habe ein paar Tage nicht gespielt. Ich hatte eine relativ lange Session und konnte dann tatsächlich mich auf die Dinge konzentrieren, die mich normalerweise davon abhalten, lange Sessions zu machen. Okay, die Thunderbird ist direkt in der Nähe des Pandora-Nests hier. Kein Pandora-Bau, sondern ein Nest. Das heißt, hier ist eine Brutkammer. Wie kriegen wir die am besten kaputt? Schauen wir uns doch mal das Personal der Thunderbird an. Ich meine, wir haben den Scarab natürlich, ja. Porter hat hier auch noch ein normales Gewehr, ist wahrscheinlich nicht schlecht. Medusa würde ich ganz gerne noch ein normales Gewehr geben, aber hat nicht wirklich die Fähigkeiten dafür. Ich meine, ich könnte es theoretisch trotzdem geben. Wenn es darum geht, Eier kaputt zu schießen, dann braucht man ja nicht unbedingt die größte Geschicklichkeit mit der Waffe. Anarchy, du bekommst ein Upgrade. Bitte sehr. So. Jetzt hoffen wir nur, dass die Forschung für das Deimos auch irgendwann fertig wird, aber da ist einiges davor. Also im Notfall müssen wir das Ganze wieder zurückgeben. Das Ganze. Das eine Gewehr eben. Nicht Zufa, sondern ich bin hier wieder. Ah, ich bin wieder bei den Falschen, ne? Moment. Wir sind in der Thunderbird. Okay. Doch, Zufa ist richtig. Dem fehlt der Raketenwerfer. Der wäre wirklich sehr, sehr praktisch. Aber hat die Brecherrüstung, das ist schon mal sehr gut. Das hier ist. Moment. Ja, okay. Ich war gerade unsicher, ob ich hier eventuell noch das Zeug der Vergessenen anhatte. Aber nö. Was ich aber hier mal machen kann, ist ein bisschen mehr Munition mitgeben. So, Männer ist tatsächlich hier mit bei in diesem Team. Gut zu wissen. Haben wir hier irgendwas gerade noch zu erledigen? Ich denke nicht bei ihm. Bei wem wollte ich was machen? Achso, ich wollte Medusa noch was geben. Ah, jetzt erinnere ich mich. Okay. So. Muss reichen, ist ja nur für den Fall. Und los geht's. Ich frage mich, ob die auch Mutationspunkte sammeln hier. Ich glaube eigentlich nicht. Die Mutationspunkte werden wir wahrscheinlich wirklich nur so haben. Ja, hier, Mutagene 47 sind die gleichen wie hier oben. Wäre witzig, würde man welche bekommen, indem man einfach im Nebel ist. Oh, okay, das Pandora-Nest sind doch einfach nur Brutwächter. Ich muss mir irgendwann mal merken, was ist. Keine Kenntnis, ist in Ordnung. Und los geht's. Und wir sind im Anflug. Dauert ja. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben einen Triton mit einem Deimos. Vielleicht kriegen wir da neue Munition. Okay, ich würde sagen, wir schicken den Scarab mal hier nach vorne. Der soll sich schon mal umgucken. Hab Feinde gefunden. Was für Feinde? Okay, keine so bedrohlichen, würde ich sagen. Eine einzelne Plage. Wäre aber ganz gut, wenn wir dafür nicht unsere Dingsda-Munition verwenden müssten, ne? Nicht perfekt. Sicher? Ich bin nicht sicher, ob wir wirklich bereit sind. Weißt du was, Medusa? Du fährst mal dort mit. Oh, noch mehr. Ein Triton noch. Ist das eine Schrottflinte? Ist ein Schläger, also wahrscheinlich. Ja. Und weiter nach vorne. Und noch einer. Ist ganz gut, dass wir mit dem Scarab hier vorfahren, ne? Und dort hinten haben wir direkt einen Brutwächter.
Okay, wir fahren nur bis hierhin. Da müssen wir nämlich nicht weiter. Und die anderen können sich um den hier hinten kümmern. Und los geht's. Ja, kein schlechter Schuss. Und direkt nochmal bitte. Okay, wir warten kurz, bis er wieder rauskommt. Verdammt nochmal. Ja, da... Ah, verdammt, ich hätte auch drücken sollen und nicht nur sagen, ja, da ist er. Ja, los, komm raus. Hm. Jetzt habe ich ihn. Okay, einen Arm deaktiviert. Und... ja, zu fahren muss ich nicht zu große Sorgen um den da machen. Und Männer macht nichts mehr. Porter schicken wir hier hinterher. Ein bisschen hinter zu fahren in Deckung gehen, ne? Der Skarab macht nichts mehr und wir warten ab, was die hier hinten alle machen. Ich hoffe, dass sie noch einigermaßen auf einem Haufen... Hey! Das ist nicht richtig. Der kann doch nicht einfach weggehen. Autsch. Tja. Hat er nur davon. So, okay. Wir schießen einmal auf die. Ja, auch der Triton ist damit erledigt. Da hinten haben wir irgendwo ein Ei gesehen. Ist nicht wirklich ein Problem. Was ist das? Feuerwurm? Giftwurm. Okay, egal. So, du steigst bitte aus. Und... Ich meine, ich könnte den da theoretisch übernehmen, aber ich will nicht. Was natürlich witzig wäre, wäre dann den Giftwurm gleich zu übernehmen, wenn er rauskommt und den hier explodieren zu lassen. Okay. Let's show them what we can do. Moving to coordinates. Ja, zeigen wir es denen mal. Wenn ich jetzt noch selbst wüsste, was wir hier groß tun können. Oh, zum Beispiel können wir auf den da schießen. Deswegen ist der hier hingelaufen, um den anderen Brutwächter zu verteidigen. Nehme ich zumindest an. Vielleicht denkt die KI auch nicht so weit. Okay, das war's hier. Das war's auch hier. Da ist nicht wirklich viel zu erledigen. Da ist der Giftwurm, sehr schön. Da war irgendwo ein Atron mit Schild. Wo will der denn hin? Ja, gut, mach das. Moment mal, hat der... Ja, der hat Chameleon, dann wird das entfernt. Und du darfst den mal so kaputt hauen. Ein paar Priester mit hohem Level kann ich gut gebrauchen. Und ich gehe einfach davon aus, dass das dafür sorgt, dass ich ein höheres Level bekomme. Sehr gut, dann kannst du auch schießen. Ernsthaft? Du verfehlst das Ding? Ich meine, klar, hat nur einmal verfehlt, aber... Kein Mal wäre besser gewesen.
Okay, geh ein kleines Stück näher ran, bis hierhin. Und damit kriegen wir den Giftwurm trotzdem nicht. Na gut, dann sorgen wir dafür, dass der uns auch nicht kriegt. Okay, dafür müssten wir zu hoch schießen. Dann fahren wir hier hin und dann sorgen wir dafür, dass er uns auch nicht kriegt, ne? Ernsthaft? Das. Aha! Okay, nicht der beste Winkel, aber es sollte ausreichen. Ich glaube, da konnte man gerade tatsächlich mal die Decke sehen, als was dagegen gegen gestoßen ist. Hat eine Weile gedauert, bis ich das Wort hatte. Und das war's. Na, mal sehen, wie schlimm das Schlüpfen diesmal ist. Bam. Sehr gut. Und Bam. Sehr gut. Medu. Und? Hab ich dich da? Ja. Gut. Du schießt mal bitte auf den Kopf. Wunderbar. Und dann direkt noch einmal. Und das sollte es dann auch schon gewesen sein. Sehr schön. Eine gute Einstiegsmission wieder. Die auch gute Erfahrung gegeben hat, besonders für Männer. 188 und er braucht auch eine Menge, um auf 7 zu kommen. Yay, plus 4 bei allen. Auffüllen, was aufzufüllen geht. Zurückzufliegen, was zurückzufliegen geht. Da ist eine Forschung gleich fertig, das ist gut. Also Moment, er ist ja schon direkt zur Tiermat gewechselt, das ist gut. Bedeutet dieses Aufleuchten, dass da eine Mission ist? Antediluvianische Proto-Zivilisation fertig. Yay, plus 10% Erfahrung bei Mission und Ausbildung. Die archäologischen Beweise, die wir gesammelt haben, lassen eine verblüffende Schlussfolgerung zu. Die Zivilisation auf unserem Planeten entstand viel früher als gemeinhin angenommen. Sogar mehr als 2 Millionen Jahre früher. Diese weltumspannende Zivilisation wurde von einer Rasse fortgeschrittener Hominine geschaffen, die den Homo sapiens vorausging und die ein beträchtliches technisches Niveau erreichte, bevor sie von einer unbekannten Macht zerstört wurde. Kleinere Gruppen dieser Hominine überlebten bis einige Zeit nach dem Untergang ihrer Zivilisation, vermischten sich mit den Homo sapiens und gaben Teile ihrer Sprache und Historie weiter. Die Basis der Flut an Mythen bildeten, die in den verschiedenen Kulturen auf der ganzen Welt entstanden. Könnte die unbekannte Macht, die die antediluvianische Gesellschaft vernichtet hatte, das Pandora-Virus gewesen sein? Und wenn ja, konnte der Rest des Planeten überleben? Wir müssen mehr herausfinden. Konnte der Rest des Planeten überleben? Ja, offenbar! Ich meine. Ja. Wir haben Symes Schriften über die antediluvianische Zivilisation rekonstruiert und haben 2 mögliche Orte gefunden, die zu den Beschreibungen in seinen Notizen passen. Leider haben wir keine Möglichkeit herauszufinden, welche der richtige ist. Wir haben die Koordinaten für beide in unser System hochgeladen. Okay. Da ist alles gut. Die Forschung geht voran. Sirenenvivisektion kann ich gerade nicht machen. Pandoranische Brutkammer. War das nicht auch irgendwann mal Teil der Aufgaben? Haben wir hier gerade noch irgendwas, das wichtiger wäre gerade als die Pandoranische Brutkammer? Ich glaube nicht. Okay, das Pythagoras vielleicht. Oh, und die Säurewaffentechnologie, wenn ich eine Zitadelle demnächst angreifen soll. Aber die machen das ja auch schon selbst. Außerdem haben wir hier schon einiges. Achso, nee, das könnten wir machen. Das ist.
Mal sehen, die Hera-Waffe. Dafür bräuchten wir zwei Hera-Pistolen. Haben wir nicht zwei Hera-Pistolen? Moment mal. Achso, nee, wir haben eine, die ausgerüstet ist, ne? Hier haben wir die eine Neuralpistole und keine weitere, ja. Ich dachte nur, die im Lager werden angezeigt. Oh, Moment mal. Nur die im Lager werden angezeigt. Warum benutzt du kein Pythagoras? Oh, wir haben keine Munition für Pythagoras. Das erklärt das. Und hier, nimm mal die Pistole mit. Nicht, dass du die wirklich benutzen wirst, aber für den Fall. Okay, wir können die Neuralpistole erforschen und das hat dann auch recht hohe Priorität. Und weiter geht's. Ich will hier nur schnell gucken, ob das. Ah, das ist schlecht. Na, zumindest sind wir schon in der Nähe, ne? Ne, okay, das bedeutete es offenbar nicht. Gut, dann fliegen wir dahin, aber wir machen diese Mission jetzt nicht, sondern wir beenden direkt die Folge. Die Vergessenen greifen Cenedrion an. Hier komme ich gar nicht an, bevor die fertig sind. Okay, dann lassen wir das. Ja, wo greifen sie denn an? Nowhere. Ja, okay, ihr fliegt zurück. Pandoranischer Geheimbericht. Yay. Oh, sehr geheim. Ah, nee, doch nicht. Der Plage-Champion. A-Gamma-E1. Eine weiterentwickelte Plagemutation mit überlegenen Feuerkraftfähigkeiten. Beobachtungen bestätigen, dass die Kreatur hochintelligent und aggressiv ist, aber immer noch begrenzte Wahrnehmungsfähigkeiten besitzt. Es wird empfohlen, sie aus der Ferne auszuschalten. Wie alle Atrons. Und Tritons. Und alles. Warum unnötig nah rangehen? Atron-Plage Prime. Wir haben gleichzeitig den Champion und Prime bekommen. Diese Subspezies ist ein Exemplar des Kommandantentyps, bei dem jeder Teil des Körpers mit einer Chitinpanzerung bedeckt ist. Er kann sowohl mit Granaten als auch mit Feuerwaffen umgehen und ist in der Lage, anderen Pandoranern Befehle zu erteilen. Oh Gott, mit Panzerung ist nicht schön, nein. Das Schöne an den Plagen ist eigentlich, dass sie schön wenig Panzerung haben. Das stärkste gepanzerte sind die Arme mit jeweils 20. Was haben wir hier? Ja, hier ist das niedrigste 20. Ach Gott, oh Gott. Das wird noch unschön. Und der Chiron Robigus. Eine Chiron-Subspezies, die eine Antwort auf die fortgeschrittenen Panzereinheiten von Nigelco zu sein scheint. Beobachtungen haben gezeigt, dass das Exemplar hauptsächlich Fahrzeuge und gepanzerte Fahrzeuge mit Artillerie-Säurewürmern attackiert. Unangenehm. Brauche meine Fahrzeuge noch. Ach Gott. Ja, da komme ich auch nicht rechtzeitig hin. Die drehen jetzt auf. Okay, ich würde sagen, wir beenden hier mal die Folge, ne? Recht früh, aber wie gesagt, ist eine Einstiegsfolge jetzt wieder, nachdem ich eine Weile Pause gemacht habe. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.